Willkommen bei Wein am Limit. Heute geht's um den Korkschmecker. Viele reden drüber, nicht alle wissen, wie es schmeckt. Ich erkläre euch was dazu. So, erstmal den Korken aus der Flasche drehen. Das ist schon mal... der erste Teil. So, wo kommt der Kork eigentlich her? Die größten Bestände an Korkeichen stehen in Portugal, und zwar im Alentejo. Ganz im Süden von Portugal und auch auf der spanischen Seite, also gleich an der Grenze zu Spanien. Ansonsten in Nordafrika und im gesamten Mittelmeerraum findet man die Bäume, aber zwei Drittel der Bestände, wie gesagt, stehen in Spanien und Portugal. Das sind also die großen Erzeuger. Wie entsteht jetzt der Korkschmecker? Also der Korkschmecker ist es noch gar nicht richtig geklärt und gelöst. Es gibt zwei Varianten, die plausibel sind. Zum einen werden die Korkeichen nach ein paar Jahren ja geschält, die Rinde geht ab und man stanzt dann die Korken aus und diese Korken werden behandelt mit chlorhaltigen Mitteln, um sie zu bleichen und zu desinfizieren und zu sterilisieren. Und dabei entsteht eine Verbindung, die man Trichloranisol nennt. Also 2,4,6, eine chemische Verbindung, und dieses TCA, wie wir es auch in der Weinbranche nennen, hat einen extrem niedrigen Schwellwert. Das heißt also, es ist extrem intensiv, man braucht nur ganz, ganz wenig TCA in so einem Korken, um eine ganze Flasche Wein kaputt zu machen. Die andere Variante besagt, dass in den Eichen sich in der Haut, in der Schale, also in dem Schutzmantel sozusagen, in dem Schutzmantel, Trichloranisol schon bildet, als Schutz gegen Insekten. So, wie alles im Leben hat natürlich auch der Kork seine Befürworter und natürlich auch seine Gegner. Fangen wir mal mit den guten Seiten des Korks an. Zum einen, es ist ein natürliches Produkt, es ist natürlich abbaubar, es begleitet uns schon ziemlich lange, sozusagen in der Weinherstellung als Verschlussmittel, hat sich also bewährt. Und ganz wichtig auch, diese Korkeichen, die ja in Nordafrika stehen, aber auch wie gesagt Portugal und Spanien, verhindern die weitere Ausdehnung der Wüste. Das sind sehr genügsame Bäume, also dementsprechend ein biologisch und auch für unsere Nachhaltigkeit wertvolles Produkt. Die Gegner nehmen als Hauptargument, dass der Kork in der Flasche nicht geschmacksneutral ist, dass Dunkelziffer zwischen 3-5% ist, wo Weine einen Fehler haben können. Und natürlich gibt es alternative Verschlussmöglichkeiten, von Glas zu Schraubverschluss zu Kunststoff. Aber jetzt reden wir mal über den Kork. Schmecker. So, jetzt ganz wichtig, wie riecht man Kork? Erstmal Probeschluck ins Glas, auch nicht zu wenig. Ordentlichen Schluck rein. Einmal kurz ein bisschen schwenken, damit sich die Moleküle besser im Glas verteilen, damit ein bisschen Sauerstoff drankommt. Riechen. Und wenn es jetzt riecht nach zum Beispiel feuchter Pappe, hier habe ich schon mal ein bisschen nass gemacht. Ja, die Engländer sagen auch Wet Cardboard. Dann ist es zum Beispiel hier schon ein Verdacht auf Kork. Wenn es riecht ein bisschen wie ein alter Kartoffelkeller oder sowas in dieser Richtung, kann es auch so sein. Oder manchmal auch so dumpf und erdig, wenn der Wein seine Frucht nicht hat. Man muss fairerweise sagen, dass viele Gerüche, die der Mensch nicht kennt, immer gleich dem Korken zugeordnet werden. Das ist eben nicht richtig. Es riecht wirklich richtig so wie feuchte Baumrinde, alter Keller, muffig und dumpf. So, und wer jetzt nicht gar nicht im Klaren ist, gibt es noch einen alten Trick. Man nimmt Wasser, so leicht temperiert, ein bisschen warm. Das gibt man einfach hinzu. Dadurch, dass das Wasser warm ist, werden die Moleküle sozusagen hier ein bisschen beschleunigt, sich zu bewegen. Man gibt das auch noch mal ein bisschen, schüttelt man das so und dann riecht man. Und meistens, wenn es dann so richtig, ja, dann riecht man den Korken schon sehr stark, wenn es dann so richtig dumpf und modrig aus dem Glas rauskommt, dann hat der Wein einen Fehler. Wer sich jetzt immer noch nicht sicher ist, der Trend geht zur Zweitflasche. Nächste Flasche aufmachen, beide Weine nebeneinander stellen und vergleichen. Gibt immer mal kleine Nuancen, die Abweichungen in Weinen hervorbringen können. Aber wenn es richtig muffig riecht und auf der anderen Seite fruchtig, dann wisst ihr, ja, ihr habt einen Korkige dabei gehabt. Kann man am Geschmack auch erkennen, ob es einen Korkschmecker hat? Ja, das kann man sicherlich, wobei man schmeckt ja eigentlich nicht. Man riecht ja sozusagen durch den Geschmack. Wenn man den Wein im Mund hat, dann erwärmt er sich ja nochmal einmal. Und wenn man dann nochmal diese gleichen Eindrücke hat wie in der Nase, wenn man sich jetzt überhaupt nicht sicher war, dann weiß man es wirklich zum Schluss hundertprozentig. Meistens ist es aber schon in der Nase so stark, dass man schon sagt, macht keinen Sinn mehr. So, dann gibt es noch den Korkschnüffler.
Ich behaupte, das bringt nicht so viel, weil es kann zwar sein, dass der Korken ein bisschen muffig riecht, heißt aber noch lange nicht, dass der Wein verdorben ist. Und manchmal ist es auch so, dass man hier im oberen Teil vielleicht Trichloranisol, sprich Korkmoleküle hat, aber nicht im unteren Teil. Dementsprechend ist es doch kein Hinweis, dass der Wein nicht in Ordnung ist. Allenfalls vielleicht für die Lagerung, für die Qualität des Korkens, ein bisschen für den Geruch des Weines. Aber auch hier vorsichtig, nicht gleich vorverurteilen, erstmal trinken, verkosten, Wein wirken lassen, dann entscheiden, ob Kork oder nicht. So, und ich wünsche eigentlich meinem schlimmsten Feind nie einen Korkschmecker. In dem Sinne wünsche ich euch weiterhin mehr Spaß im Glas bei Wein am Limit und bis demnächst. Der Weinerklärer kommt bestimmt.